Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Neumünster. Innenstadt. Die internationalen Wochen gegen Rassismus in Neumünster sind eröffnet. Avesta Maro vom Sozialdienst muslimischer Frauen, Henning Möbius vom Runden Tisch für Toleranz und Demokratie und Stadtrat Carsten Hillgruber befestigten ein 6 Meter langes Banner mit der Aufschrift Neumünster zeigt Haltung gegen Rassismus am seitlichen Rathausbalkon. Insgesamt 39 Einrichtungen, Verbände, Vereine und Parteien wollen damit in den kommenden 2 Wochen demonstrieren, dass sie sich gegen Ausgrenzung in der Stadt wenden. Bundesweit werden Aktionen unter dem Motto Haltung zeigen organisiert. In Neumünster gibt es insgesamt 5 Veranstaltungen von 5 verschiedenen Trägern. Suche Wahrheit und Frieden lautet ein Zitat, das Propst Stefan Block für die Banneraktion ausgesucht hat. Die Wahrheit bleibt im Krieg auf der Strecke, das zeigt sich auch bei der Propaganda im Ukraine-Konflikt, erklärt er und sprach mit den Konfirmanden darüber, wie der Krieg mit Gottes Hilfe überwunden werden kann. Brachenfeld-Rutenberg. Was soll nach dem Abriss des ehemaligen Jugendfreizeitstreffs auf der brachliegenden Fläche an der Sleevogtstraße passieren? Der Stadtteilbeiratsvorsitzende von Brachenfeld-Rutenberg, Hans-Jürgen Gorber, sagt, er wünsche sich ein Seniorenheim. Im Gespräch ist jedoch auch der Bau einer neuen Kita. Das würde laut Gorber zu einem Verkehrsinfarkt in der Sleevogtstraße führen. Zudem votiert er dafür, die im rückwärtigen Bereich liegenden ehemaligen Sportplätze des Rutenberg SV abzureißen und dafür einen neuen Grüngürtel zu schaffen. Gartenstadt. Der 2. Neumünsteraner Hilfstransport aus der ehemaligen Hindenburg-Kaserne in der Gartenstadt für Nowowolinsk für die Ukraine ist im Zielgebiet angekommen. Ich freue mich sehr darüber. Gemeinsam leisten wir damit ungemein wichtige humanitäre Hilfe, sagt Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schettiger und dankte sowohl Spendern, Helfern und Fahrern. Der Transport ging nach Chelm in der Grenzregion von Polen zur Ukraine. Dort hat die Stadt Nowowolinsk eine Lagerhalle angemietet, da der Weg direkt in das Land aktuell sehr riskant ist. Von Chelm aus bringen die Nowowolinsker die Sachspenden daher mit kleineren Fahrzeugen über die Grenze. Der Krisenstab vor Ort organisiert dann den Weitertransport der Sachspenden aus Neumünster möglichst tief in die Ukraine hinein, sagt Stadtsprecher Stefan Beitz. Die von der Regieeinheit des Katastrophenschutzes und dem Förderverein des Stadtfeuerwehrverbandes initiierte Sammelaktion von Sachspenden ist mittlerweile so erfolgreich, dass die Lagerhallen in der Ex-Hindenburg-Kaserne gut gefüllt sind und 2 weitere Transporte nach Nowowolinsk und auch Koszalin, der Partnerstadt Neumünsters, starten können. Die Stadt Koszalin musste zahlreiche Flüchtlinge aufnehmen und der Bürgermeister bat Neumünster daraufhin um Unterstützung in Form von Sachspenden. Witzelinviertel. Die gesamte Witzelin-Schule hat jetzt für die Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine gespendet. Madita Lora, Lehrerin der Witzelin-Schule, organisierte gemeinsam mit Patrick Mischke, der ebenfalls an der Schule arbeitet und Chef der Regieeinheit ist, eine spontane Aktion, an der sich alle 10 Klassen beteiligten. Ein Bus des Katastrophenschutzes holte die Hygieneartikel und haltbaren Lebensmittel ab. Alles kam zum städtischen Sammelplatz auf dem Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne. Brachenfeld-Rutenberg. Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind jetzt in der neuen Notunterkunft der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld untergekommen. Oberbürgermeister Tobias Bergmann begrüßte die Frauen und Kinder und wenigen Männer. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Regionen, viele aber aus Kiew und dem Umland. Vor Ort unterstützten das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser. Bis zu 500 Personen können in der Schule in Brachenfeld unterkommen. Sie sollen so schnell wie möglich eigene Wohnungen bekommen. Stadtgebiet. Die Stadt hat nun gemeinsam mit dem Jugendverband ein Hilfskonto für Betroffene des Ukraine-Krieges eingerichtet. Die Geldspenden sollen zweckgebunden für Projekte in Nowowolinsk und auch für die hier in Neumünster ankommenden Geflüchteten verwendet werden und sollen Kindern, Jugendlichen und Familien in der Not helfen. Dies sind die Kontodaten für das Spendenkonto. Das waren die Nachrichten aus Neumünster. Wir wünschen eine schöne Woche.